10% oder sowas aller Zuschläge an Bürgerenergiegesellschaften gegangen sind. Ist ja erstmal schön, wenn man sagt, Politik hat funktioniert. Super. Ja, hat sie nicht. Warum? Wenn sie so eine Windkraftanlage, was hat man schon mal eine Windkraftanlage gebaut von Ihnen, durch den Garten oder so? Ja, noch nicht. Klar. Aber wir sind ja in Deutschland, das dürfen Sie nicht so einfach, Sie müssen dafür eine Genehmigung haben. Ja? Unter anderem eine Umweltverträglichkeitsprüfung, BIMSCH-Genehmigung, ja? So, Bundesinventionsschutz und so weiter. Und diese Bürgereinigungsgesellschaften waren davon befreit. Das heißt, die durften sich den Zuschlag holen in der Ausschreibung und mussten erst danach sich darum kümmern, kriege ich überhaupt eine Genehmigung, um so eine Anlage zu bauen. Alle anderen? Guten Tag. Gut, ja, erwarten keinen mehr, oder? Ja. Alle anderen, also die klassischen Portiere, müssen vorher sich eine Genehmigung holen und dann in die Ausschreibung reingehen. Und was war der Effekt? Dass wir ein ganzes Jahr Windenergiezubau quasi voll an die Bürgerenergiegesellschaften gegeben haben und die haben die Aufträge gewonnen, konnten sich dann, ich glaube, 2,5 Jahre überlegen, ob sie das wirklich so ernst gemeint haben, ob sie das wirklich machen wollen und sich in der Zeit im Grunde genommen auch die Genehmigung holen. Das heißt, der Zubau der Windenergie war 2017 eine Katastrophe, ja, weil viele Projekte plötzlich extrem verlangsamt worden sind. Man kann sich vorstellen, ein Projektierer, der vielleicht im Vorfeld 50 Millionen Euro eingesammelt hat, ja, in einem Fonds, der muss sein Geld investieren, ja, der muss Rendite erwirtschaften. Eine Bürgerenergiegesellschaft, also diese 10 Buddies, die sich überlegen, will ich das ernsthaft machen und wie finanziere ich das eigentlich auch und wie gehe ich denn daran, haben sich einen ganz anderen Leitzug bei dem Thema. Und auch das ist ein Grund dafür, wenn Sie heute in Kentland sprechen, die sagen werden, naja, wir haben halt extrem hohe Unsicherheiten, was auch die kurzfristige Entwicklung in der Erzeugungslandschaft angeht. Und wenn natürlich ein Jahr Windenergie quasi für die Katze ist, mehr oder weniger, trägt das nicht gerade so Planungssicherheit bei. Ne? Liegt auf der Hand. Und wenn Sie, gibt es ein paar Fachveranstaltungen, Windenergietage zum Beispiel, auch jedes Jahr zu Gast, wenn Sie da 2017 mit Marktteilnehmer gesprochen haben, die haben alle so ein Gesicht gezogen. Ja? Weil die nicht genau wussten, was passiert. Und wenn Sie heute hören, dass Siemens und andere Leute entlassen, hat das auch seine Gründe. Ja, weil letztlich die Windenergie eine riesige Bremsspur hinterlassen hat, unter anderem durch die, ja, in der Retrospektive ist es immer einfach zu sagen, aber Planungsfehler in der Regierungsarbeit. Ja, weil die letztlich Marktregeln aufgestellt haben, die halt voll nach hinten losgegangen sind. Also auch das meine ich mit unsichere Perspektiven im Bereich Ausbau der erneuerbaren Energien. Komme ich aber gleich nochmal verstärkt zu. Ich hatte ja gesagt, ich wollte ein kleines Rechenbeispiel geben für den Bereich CO2-Zertifikate. Was Sie hier sehen, ist ein europäischer Index. Was kosten letztlich diese Zertifikate? Wir würden sehen, das können Sie schlecht sehen, März 2017 bis hier Ende 2018. Und was Sie hier sehen, der Pfeil, der zeigt hier quasi auf einen Preis. Und der Preis war damals 7 Euro pro Tonne, die Sie emittieren, ja, also Schadstoffe, die Sie emittieren. Und jetzt muss man wissen, wenn Sie heute Kohle verbrennen, ja, dann produzieren Sie pro verbrauchte Kilowattstunde Strom etwa 360 Gramm CO2. Das ist eine ganze Menge. Da müssen Sie überlegen, wie diese Diesel-Hysterie gerade passiert. Ne? Was da rauskommt, will ich nicht übersprechen. Aber Sie notieren halt eine ganze Menge CO2. Steinkohle, Braunkohle, ganz unterschiedlich. Eine 340 Gramm, eine 360 Gramm. Hängt auch natürlich von dem Rohstoff selber ab. Aber das notieren Sie. So, wenn man das umrechnet, diese 360 Gramm, der Preis von 7 Euro pro Tonne, bedeutet das, der Kostenanteil in der produzierten Kilowattstunde aus einem Braunkohlekraftwerk lag bei 0,25 Cent bei diesem Preis. Das heißt also, wenn das Braunkohlekraftwerk Strom verkauft hat für meinetwegen 3 Cent, ja, steckten dort einen Einkaufspreis drin für dieses CO2-Zertifikat, was sie brauchten, von 0,25 Cent. Kann man sagen, höher geht ja. Aber die Preise sind gestiegen. Jetzt sind wir im September 2018, da kostete die Tonne schon 20 Euro. Ja. So, das bleibt gleich. Das heißt, der Kostenanteil, die Kilowattstunde, erhöht sich auf 0,72 Cent pro kWh. Und ganz aktuell, im März 2019, war schon ein Preis von 23 Euro die Tonne. Das heißt, im Strombestehungspreis, so nennt man das, der Kohlekraftwerke stecken schon 0,83 Cent für CO2 drin. Das politische Ziel übrigens ist, den CO2-Preis etwa, also den Zertifikatspreis, auf über 30 Euro hochzubekommen. Warum will man das? Weil die Politik sagt, natürlich erstmal zu Recht, desto teurer wir die Produktion aus thermischen Kraftwerken machen, desto eher werden Erneuerbare zum Zug kommen. Weil die müssen letztlich kein CO2-Zertifikat kaufen, weil der Wind natürlich keinen Schadstoff hinterlässt. Oder die Sonne, wenn sie scheint. Also Sie können sich vorstellen, ich runde jetzt mal großzügig auf 1 Cent. Ja? Wenn wir vorher gesehen haben, die Strompreise sind
ca. 3 Cent gestiegen. Und allein 1 Cent macht das Thema CO2-Zertifikat aus. Können Sie sich langsam auch zusammenbauen, dieses Puzzle, warum wir jetzt die steigenden Preise an den Börsen sehen. Gut. Das heißt übrigens auch für Sie, also wenn Sie auf der Endkundenseite sind, eine gute Idee ist, ab und zu mal sich die CO2-Zertifikate anzuschauen. Weil letztlich der Anstieg der CO2-Zertifikate wird in den nächsten Jahren auch einen starken Einfluss auf den Strompreis haben. Das heißt, wenn die jetzt durch die Decke gehen und steigen auf 50 Euro, können Sie sich mit dieser Formel letztlich relativ schnell ausrechnen, was wird denn das für die Strompreise bedeuten, die ich eigentlich zu zahlen habe. Sie werden mein bester Freund heute, ne? Also, ja, sorry, ich will hier nicht der Crasher sein. Was ist in Ihrer Einschätzung? Das ist ja ein relativ enger Markt, der CO2-Markt. Also da werden ja gar nicht so viele Zertifikate gehandelt. Wie hoch ist der Anteil an Spekulation da drin gewesen im letzten Jahr? Also ich kann mir zum Beispiel irgendwo heute als Privatperson kann ich auf steigende Preise sogar setzen beim CO2-Zertifikat und auch partizipieren. Also was ist Ihre Einschätzung, wie hoch groß war dieser Einfluss daran, also, die Strompreise getrieben haben? Ja. Also eine echte Information kann ich nicht geben, nur so ein subjektives Gefühl dafür. Es hat jetzt, also die Verknappung hat jetzt zu höheren Preisen geführt. So. Und die Verknappung bedeutet auf der einen Seite, dass natürlich politisch gewollt verknappt worden ist, dass dieses Backloading, ja, das heißt, wurde einfach durch die Behörden letztlich weniger Zertifikate im Umlauf gegeben, beziehungsweise überschüssige Kapazitäten auf dem Markt genommen. Ja. Das war pro Jahr 25%. Und natürlich, in einem Markt, der sich so entwickelt, ziehen sie immer wie Fliegen und das wissen, worauf hinaus will, an, dass sie letztlich Spekulanten haben. Ja? Spekulanten, die darauf setzen natürlich, dass sie steigende Preise haben und dann letztlich mit entsprechenden Terminmarktgeschäften relativ hohe Margen erzielen. Wenn ich übrigens auch von Börse spreche, heißt es nicht, dass an der Börse nur Energieerzeuger und Energiehändler sind, sondern da sind genauso auch Banken dabei. Ja? Also Banken, die eigentlich, wenn man sagt, naja, die müssen irgendwie Sparkonten oder sowas machen, ne? Oder nein, also auch die zocken letztlich mit Energie oder auch mit so den Zertifikaten, genauso wie mit Schweinehäfen und anderen Dingen. Um Ihre Fragen zu beantworten, ich vermute, dass vor allen Dingen in diesen Bereichen und diese Spitzen, die wir sehen, dass das eindeutige Spekulationsgeschäfte sind. Aber ich kann es Ihnen leider nicht wissenschaftlich beantworten, wie hoch der Anteil ist. Klar ist nur, letztlich, solche Märkte ziehen eben Spekulanten an und die sorgen natürlich dafür, durch Aufkauf von entsprechenden Zertifikaten, dass der Markt noch enger wird, ergo lässt sich die Preise auch noch deutlich stärker anziehen. Aber da müsste ja politisch normalerweise auch ein Riegel vorgeschoben werden. Kann ja nicht sein, dass die Preise so nach oben getrieben werden, die Spekulation, und dann Endkundenverbraucher, sag ich mal, es letztendlich tragen müssen. Tja, das haben Sie natürlich recht. Ja. Ich glaube, wenn wir heute aber auf den Tag zurückblicken und uns ein paar andere Entwicklungen ansehen, CO2 ist ja nur eins, ja, um vielleicht noch weggreifen zu wollen, gibt ja auch so ein Thema Windenergieanlagen, die aus dem EEG rauslaufen demnächst, ja, und jetzt den Kohleausstieg, da kommen wir nachher zu. Ich glaube, die Politik muss momentan eine ganze Menge tun. Das Problem ist, glaube ich, dass unsere Politik zumindest im Jahr 2018 eher nicht handlungsfähig war. Und selbst wenn sie sich was überlegt, ja auch noch überlegen muss, sind diese nationalen Gedanken überhaupt verträglich mit den europäischen Vorgaben, die man hat. Also ich würde, das ist auch mal ein Tipp an Sie, gerade wenn Sie Einkaufsverantwortlicher sind, ich würde nicht zu sehr darauf hoffen, dass die Politik das schon einmal als regelt für Sie. Betreibt jemand zufällig eine KWK-Anlage im Betrieb? Ja? Okay. Da haben Sie ja schon einen Spaß gehabt mit der EEG-Umlage. Also dann sehen Sie, Planungssicherheit war irgendwie halt gestern. Ja, da würde ich mein Vertrauen, ich würde es meinem dreijährigen Sohn anvertrauen, als zu sagen, ich habe 100%ige Planungssicherheit für die Zukunft, was die Politik angeht. Gut, was heißt das denn in Euro? Wir haben im Jahr 2017 allein aus Braunkohle 134 Terawattstunden Strom produziert. Eben gerade haben Sie diesen Preis von 0,25 Cent gesehen, bei 7 Euro die Tonne, und bei 23 Euro die Tonne von 0,83. Die Differenz daraus sind 0,58. Hebel ich jetzt 0,58 mit 134 Terawatt, komme ich auf mehr Kosten, die der Markt, also wir alle, zu verdauen hatten, von statten 701 Millionen Euro. Und das ist ein Fakt. Also die Mehrpreise, die wir haben, sind allein hiermit, und nur aus Braunkohle, von Steinkohle, von Gas rede ich nicht, sind 771 Millionen Euro. Also wir merken, da ist eine ganze Menge Geld plötzlich in Bewegung. Übrigens auch Geld, was letztlich, Steuereinnahmen sind toll, das ist ja auch Geld, was im Bundeshaushalt ist. Das hat man jetzt nicht vergessen. Ja? Also Sie alle letztlich, wenn Sie Verbraucher sind, zahlen das mit.
Und das sind ganz Menge Geld, wie ich finde. Und sich auch überlegen sollte, was macht man eigentlich mit dem Geld? Wie sind denn die Emissionen beim Erdgas? Beim Stromerzeugen von Gaskraftwerken? Muss ich für eine Sekunde passen? Jetzt suche ich es mal gleich gerne raus. Ich glaube, ein Gaskraftwerk hat die Hälfte. Ja, die Hälfte, Hälfte von Kohlekraftwerk. Ich weiß jetzt nicht, ob Braunkohle, Steinkohle, aber auf jeden Fall die Hälfte. Hat etwa die Hälfte, so. Haben Sie recht, das genau suche ich ihn raus. Ich kann aber noch eins sagen. Momentan, und seit vielen Jahren, sagt die Energiewirtschaft, Kohle ist irgendwie doof, aber Gas ist der sauberste aller fossilen Brennstoffe. Das stimmt auch für den Moment, wo ich ihn verbrenne. Ich möchte aber eine Wette mit Ihnen abschließen, dass wenn wir jetzt dieses leidige Thema Kohleausstieg hinter uns haben, und wir glauben, jetzt sind wir alles safe, jetzt müssen wir bloß darum kümmern, dass die Versorgungssicherheit da bleibt, wird dann das nächste große Thema, was auch so Leute wie die Deutsche Umwelthilfe in Angriff nehmen werden, das Thema Gas sein. Nicht, weil die jetzt nur die Hälfte möglicherweise haben von Kohle, sondern in Form von ganz anderen Problemen. Kohle bauen sie unter Tage oder über Tage ab, ja, und schaffen das irgendwo hin und dann wird es verbrannt. Gas fließt aus Russland, aus Norwegen, teilweise aus der Nordsee, minimal noch aus deutschen Förderstätten, über Rohrleitungen hierhin, in so großen Hubs, wird dann in der Regel zwischengespeichert, in diesen solchen Kavernen speichern, und wird dann zum Verbraucher geführt und verbrannt. Das Problem ist, dass diese Gasleitungen, die wir haben, zum Beispiel nach Russland, die durch die Ukraine führen, wurden so in den 60er, 70er Jahren zum Teil noch durch die DDR mitgebaut. Das heißt, eine Infrastruktur, die heute 50, 60 Jahre alt ist. Man hat festgestellt, dass das, was man in Russland einspeist, und das, was hier rauskommt, irgendwie nicht dasselbe ist. Das liegt nicht daran, dass die Leute im Ukraine sagen, ob ich zapfen